Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema. Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema Frauen ansprechen. Wir beziehen uns hier auf Frauen auf der Straße bzw. Frauen im Club ansprechen. Und ich möchte dir einen der größten Fehler aufzeigen, den viele Männer machen und der dafür sorgt, dass vielleicht auch du unerfolgreich Frauen im Alter kennenlernst. Also willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Ich habe immer wieder Coachings und sehe das immer wieder bei meinen Teilnehmern, gerade bei denen, die neu bei mir im Coaching sind, dass sie diesen einen Fehler machen und der dafür sorgt, dass die Teilnehmer schlechter mit den Frauen kommunizieren, die Frauen teilweise gar nicht angehalten kriegen. Und im Club ist das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Level, also das Ganze ist nochmal viel wirksamer, da muss man noch mehr drauf achten. Und wenn du diese eine Sache nicht verstehst und darauf nicht achtest, dann ist es kein Wunder, dass du nicht sehr erfolgreich beim Frauenansprechen bist. Bevor wir jetzt aber gleich dazu kommen, was genau ich hier meine, wenn du deinen Erfolg mit Frauen verbessern willst, wenn du aufs nächste Level kommen willst, mehr Frauen, mehr Sex, vielleicht eine feste Freundin, dann kannst du gerne zu mir ins Coaching kommen. Es sind noch ein paar Plätze für den Sommer frei. Unten, erster Link in der Beschreibung, kannst du dich bewerben. Am Ende des Videos kommt auch nochmal ein Link zu der Bewerbung hin. So, worum geht es jetzt hier also? Es geht um das, so nenne ich das in meiner Flirtwelt, um Tempostufen, ja, um Energie- und Tempostufen. Ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr klar. Du bist am Hauptbahnhof unterwegs oder an einem anderen Punkt, wo Leute es eher eilig haben. Hauptbahnhof, da mal die Leute mit dem Zug fahren, haben es dann eher eilig. Das kannst du feststellen, wenn du mal in deiner Stadt zum Hauptbahnhof gehst. Wenn es ein bisschen eine größere Stadt ist, du wirst es da sehen. Die Leute sind eigentlich eiliger unterwegs als zum Beispiel jetzt in der Einkaufsstraße. Und wenn du jetzt an diesem Ort versuchst, Frauen anzuhalten oder Frauen anzusprechen, dann wirst du merken, das ist etwas schwieriger. Liegt daran, dass die Frau es eilig hat und die Frau auf einem anderen Energielevel unterwegs ist als du und als in der Innenstadt. Wenn jetzt eine Frau in der Innenstadt unterwegs ist und sie ist jetzt gerade einkaufen, shoppen, dann schlendert sie da vielleicht so lang mit ihren Taschen, ganz entspannt, ja, macht sich einen schönen Tag, hat es nicht besonders eilig. Und weil sie es nicht besonders eilig hat, ist ihr Energielevel niedriger. Das kennst du von dir selbst, wenn du jetzt zum Beispiel zur Bahn musst und du kommst zu spät oder hast nur noch 5 Minuten und musst dann zum Zug kommen, sonst verpasst du den Zug. Dann wird es bei dir wahrscheinlich auch so sein, dass du deutlich schneller unterwegs bist, es deutlich eiliger hast und deswegen dein Energielevel oder auch Stresslevel, könnte man auch sagen, deutlich höher ist. Und was jetzt passiert, ist, dass viele, gerade Anfänger, die Frau versuchen anzuhalten mit relativ wenig Energie. Und das ist das große Problem. Das ist ein Energie-Mismatch und das kann nicht funktionieren. Wenn du mit so einer Energie kommst, hey, warte ganz kurz, kannst du mal kurz stehen bleiben, es wäre cool, wenn du kurz stehen bleibst, hey, du gefällst mir, warte mal kurz, hey, bleib kurz stehen und sie ist in so einer Energie, oh, ich muss los, ich muss weiter, oh, ich muss zum Zug kommen, dann wird dieses Energie-Mismatch dafür sorgen, dass sie nicht stehen bleibt. Du hast es vielleicht schon mal auf der Straße gesehen, wenn du mal Flyer-Verteiler beobachtet hast. Es gibt immer wieder diese Flyer-Verteiler, die so ihre Flyer verteilen. Also die halten dir einfach die Flyer hin und hoffen, du nimmst sie dann. Niedriges Energielevel. Du, weil du über die Straße gehst oder gerade unterwegs bist, bist in einem höheren Energielevel als diese Flyer-Verteiler. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, und das kannst du bei dir selbst verifizieren, unwahrscheinlich, dass du den Flyer nimmst, weil das Energielevel von der Person einfach viel niedriger ist. Die Person kann dich mit der Energie nicht mitreißen, plus du möchtest nicht in diese Energie mitgezogen werden. Wir wollen immer auf ein höheres Energie-Positivitätslevel, nicht auf ein niedrigeres. Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn es ums Thema Club geht. Und jetzt stell dir mal einen Flyer-Verteiler vor, und hast du bestimmt auch schon mal erlebt, der hüpft da so und ist so, hey, ja, warte mal kurz hier, ey, bleib kurz stehen, nur eine Sekunde. Stell dir vor, du hast so einen Flyer-Verteiler vor dir. Ja, vielleicht bleibst du auch da nicht stehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du bei so einem Flyer-Verteiler mit so einer Energie stehen bleibst, ist deutlich höher, einfach weil er mehr Energie mitbringt und wahrscheinlich in dem Moment sogar mehr Energie hast als du, außer du bist super eilig unterwegs. Das heißt, wenn du jetzt eine Frau ansprechen willst, egal ob auf der Straße, im Bahnhof oder auch im Club, und da kommen wir gleich nochmal genauer zu, dann ist es unglaublich wichtig, dass du, wenn du auf sie zugehst, verstehst, wie ist ihr Energielevel? Wie hoch ist denn ihr Energielevel? Schau dir das an und je nachdem solltest du dein Energielevel anpassen. Und ein ganz toller Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn eine Frau es eilig hat, relativ flott unterwegs ist, dann geh nicht zu ihr hin, also geh nicht hinter ihr her mit normalem Tempo, sondern dann lauf auf sie zu. Ja, lass sie vorbeigehen, ich lasse sie meistens vorbeigehen, spreche sie dann an. Lauf auf sie zu, lauf schon in dem Tempo und schon hast du ein ganz anderes Energielevel. Durch das Laufen, vielleicht sogar hinterher rennen, und das mag dir komisch vorkommen, aber niemand merkt, was du da machst, alles gut. Durch das Hinterherrennen hast du gleich ein anderes Energielevel und kannst ihr Energielevel matchen, also gleichziehen mit ihrem Energielevel. Optimalerweise bist du ein bisschen über ihrem Energielevel und damit kannst du sie dann sehr zuverlässig anhalten. Wenn du solche Frauen anhalten willst, dann musst du darauf achten, gerade wenn du an solchen Orten wie Hauptbahnhof unterwegs bist. So, Club ist so eine Sache, denn da ist das Energielevel generell hoch.
Ja, deswegen geht man in den Club. Manchmal hast du natürlich auch Frauen, die gerade neu angekommen sind und mit ihren Freundinnen in einer ruhigeren Ecke des Clubs vielleicht was trinken und ein bisschen labern. Das kommt auch immer auf den Club an. Manche Clubs sind halt pur Tanzclubs, wo du wirklich nur Musik-Areas hast. Manche Clubs haben auch noch ruhigere Areas und die sind zu bevorzugen, wenn du Frauen kennenlernen willst. Denn ja, dann hast du dieses niedrige Energielevel und musst nicht die ganze Zeit diesem High-Ding rumlaufen, diesem High-Energielevel und kannst auch mit den Leuten ordentlich reden. Aber im Club ist das genauso. Im Club hast du ein höheres Energielevel der Frauen und vor allem ein höheres Spaß- und Positivitätslevel. Klassisches Beispiel, was ich da immer bringe, ist, stell dir mal vor, du hast eine Gruppe von tanzenden Frauen, die sind zu fünf, alle Freundinnen und die haben voll Spaß und tanzen, yeah, und gehen voll ab. So, und jetzt kommst du dazu und möchtest eine davon ansprechen und du kommst mit einem relativ geringen Energielevel, so, hey, du gefällst mir, ich wollte kurz Hi sagen oder was auch immer, weil du vielleicht gerade im Club angekommen bist und selbst noch kein hohes Energielevel hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in dieses Gespräch reinkommst und nicht sofort wieder rausgeschmissen wirst, ist ganz, ganz gering, weil du bist hier von der Energie und sie sind hier. Du bist hier und bringst, also das muss man auch verstehen im Sinne von Spaß. Die haben hier so viel Spaß, sie sind voller positiver Energie und du kommst mit eher so einer neutralen, vielleicht sogar leicht negativen Energie rein, weil du gerade erst im Club ankommst und dich die ganze Club-Atmosphäre so ein bisschen übermannt, sage ich mal, das kennt man ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in dieses Gespräch reinkommst, ist so gering, das funktioniert überhaupt nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Männer im Club keinen Erfolg haben, weil sie einfach mit dem falschen Energielevel reingehen. Wenn du tanzende Frauen ansprechen willst, wenn du Frauen, die richtig Party machen, ansprechen willst, dann solltest du vorher versuchen, selbst in einen höheren Zustand zu kommen, damit du mal mindestens das Energielevel von denen matchen kannst. Weil sonst bist du wie so eine blutsaugende Fledermaus, die einfach versucht, teilzuhaben an deren Spaß. Und sowas finden wir nie geil. Wir finden keine Leute geil, die so leechen, die unsere Energie haben wollen, statt selbst welche mitzubringen. Gegenbeispiel, stellen wir uns mal ein Gegenbeispiel vor, dann wird das Ganze noch klarer. Nehmen wir mal an, da ist eine Gruppe von Frauen und die sitzen da gerade und haben nicht so viel Spaß im Club. Gibt's auch immer wieder. So, und jetzt kommst du mit deinen Kumpels, vielleicht hast du ein, zwei Kumpels dabei und ihr habt voll die gute Laune, voll die gute Energie und geht auf diese Frauengruppe zu und bringt eure gute und positive Energie mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein gutes Gespräch wird, ist sehr, sehr hoch, weil ihr die bessere Energie mitbringt. Ihr seid die Party und die Frauen wollen Teil der Party sein. Die Frauen wollen von euch die Energie leechen, von euch die Energie haben. Sie wollen Teil dieser tollen Energie sein. Und deswegen ist Energielevel oder Tempolevel so eine wichtige Sache, die man beachten muss, gerade auch im Club. Deswegen musst du dir überlegen, wenn du jetzt regelmäßig im Club unterwegs bist, wie mache ich das denn, dass ich an eine gute Stimmung komme? Wen nehme ich vielleicht mit oder gehe ich vielleicht allein und habe dessen bessere Stimmung? Lerne ich vielleicht ein paar Leute kennen, wenn ich im Club bin? Gehe ich erstmal tanzen, weil mich das irgendwie lockerer macht oder was auch immer? Gehe ich erstmal, und das haben wirklich Leute gemacht, mal in einem Coaching von mir, gehe ich erstmal auf Klo und schreie erstmal. Na, gehst auf Klo, gehst in der Kabine, das ist sowieso laut und schreist erstmal, öffnest erstmal deinen Körper, schreist erstmal so ein bisschen und kommst dadurch allgemein in eine lockere Stimmung, in eine bessere Energie. Energielevel ist immer etwas, was du im Auge behalten solltest, nur Anfänger machen das nicht. Also das ist eine fortgeschrittene Sache, weil wenn du jetzt Anfänger bist, dann hast du dann nicht so die mentalen Kapazitäten zu, dann bist du gerade anders mit anderen Dingen im Kopf beschäftigt. Was soll ich sagen? Wie soll ich sie ansprechen? Aber sobald du fortgeschrittener bist in diesem ganzen Thema und im Umgang mit Frauen, solltest du das Energielevel immer im Auge behalten. Und das erstreckt sich dann natürlich auch noch weiter hinaus über das Energielevel von Frauen hin zu das Energielevel der Personen in deinem Umfeld. Na, wenn du beliebter werden willst, wenn du mehr Freunde haben willst, ein cooleres soziales Umfeld, dann wird dir das auch da weiterhelfen. Denn auch da, wenn du als Leech reinkommst und versuchst, Teil des Spaßes der anderen zu sein, dann ist das nichts, wo die Leute sagen, ach, den müssen wir unbedingt wiedersehen, das war ja richtig spaßig mit dem. Aber wenn du die Party bist, wenn du die Party mitbringst, wenn du das leisten kannst, dann werden die Leute magnetisch zu dir angezogen sein, ob es jetzt Frauen oder Männer sind und du hast automatisch einen hohen Status, was dir wieder bei den Frauen hilft. Thema Sozial Circle. Das zum Thema Energielevel, behalte das immer im Blick, wenn du wirklich erfolgreich mit Frauen werden willst, egal ob auf der Straße oder im Club oder im Social Circle mit Menschen allgemein. Ganz, ganz wichtiges Thema. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir, wie gesagt, zur Coaching-Bewerbung zu einem der letzten Plätze im Sommer. Und rechts unten geht es zu einem Video, das hier an dieses Video anknüpft. Unbedingt weiterschauen, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.